Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno und Andrea Meier. Wir sind hier auf dem Gagelisteg. Wir laufen auf dem Tourwanderweg von Lützburg nach Wattwil. Es geht ausnahmsweise mal nicht darauf, sondern durchab bis zur Thur. Thur ist nach dem Rhein der zweitlängste Fluss der Ostschweiz, mit vielen schönen Badeplätzen. Leider ist aber die Sommersaison vorbei. Es ist feucht und es ist ja, frisch. Ja, mit anderen Worten, es ist kalt. Genau, es ist wahrscheinlich jetzt Zeit, dass wir uns bewegen. Wir laufen durch das toggenburgische Lütisburg mit seinem berühmten Guggenloch-Eisenbahnviadukt. Für das perfekte Bild fehlt jetzt nur noch der Zug. Schreib's doch schnell noch einen Zug an. Ah! Das ist eben Regie, oder? So macht man Regie. Nicht ohne Grund sagt man vom Toggenburg, es sei auch das Tal der Kühe. Saftige Weiden und schöne Kulturwege machen die Landschaft noch idyllischer. Es gibt sogar also noch ein paar kleine Dörfli, wo es mehr Tiere als Einwohner gibt. Mich dunkt's, dass ein Kuhleben im Toggenburg ein rechts zufriedenes muss sein. Auf jeden Fall bei denen, die interessiert vor mir stehen. In unserer Wanderung dürfen wir auch eine fast vergessene Werkstatt anschauen. Die historische Sägerei Hetschberg. Sie ist über 200 Jahre alt. Der Sägemeister Fritz Rutz erklärt uns, was besonderen ist von dieser Sägerei. Speziell an dieser Sägerei ist, dass sie noch mit Wasser betrieben ist. Also, da ist gar nichts elektrisch, da ist alles authentisch, wie es war. Nach dem Besuch der Sägerei Hetschberg wartet noch eine andere Überraschung auf uns. Zmitzt auf dem Wanderweg landen wir plötzlich unverhofft in einer Märli-Welt. Thomas liest uns jetzt ein Märli vor. Ja, ich werde zum Märli-Onkel. Und wie kommt's? Das ist ein Märli-Ecken und das soll ich mir machen, steht da. Gut, dann zeigen wir das mal. Well, I'm headed to the club tonight. Everything's gonna be alright. I'm in the mood, I feel like. Es geht um den Gimli, den Brummbär Beltrametti und den Doppelhas. Alles Figuren, die ich kenne, die habe ich auch schon meinen Kindern vorgelesen. Ah, das ist die Geschichte vom grossen gelben Ding, wo der Brummbär sieht und ich kann einordnen. Und am Schluss fallen jetzt alle Rötle. Und es kommt dann, glaube ich, raus, dass es eine Sonnenblume ist. Ja? Ja, genau. Nach dem Märli-Zauber wird es dann allerdings ernst. Bei Bütschwil wartet ein schwankender Drahtsteig auf uns. Und dort wird klar gesagt, wie man über den überlaufen bzw. nicht überlaufen soll. Also Thomas, da steht Tragkraft maximal 50 Personen. Schaukeln auf dem Steg verboten. Bei Nichtbeachtung Buße von 5 bis 300 Franken. 50 Personen, so viel Kilo bringen wir nicht an, dass wir mehr als 50 Personen Nein. sind. Aber, das ja. passt auch zu den Corona-Vorgaben. Wenn noch 50 drauf wären, wäre es auch zu eng. Gut, das stimmt. Laufen wir mal drüber und probieren wir, ob wir da drüber kommen. Ja. Ohne Quackeln. Ohne Quackeln. Was auf dem Bild nicht sichtbar ist, spürt man unter den Füßen. Es gagelt. Nett, säuferli und angenehm. Den Schnappschuss auf dem Gageliweg nehmen wir noch mit.
Im Anschluss geht es weiter in Richtung Wittenberg. Der Weg führt uns durch Wälder, Landweg und verborgene Ruinen. Der Höhepunkt der Wanderung findet sich das Mal am Schluss. Über einen schmalen Weg und durch Felsspalten finden wir zur Eulischlucht. Wenn man der Sage glaubt, dann bewacht da noch immer ein Hund mit feurigen Augen und Krallen einen Geldsack, der vor langer Zeit von einem Kaufmann versteckt worden ist. Wir haben ihn nicht gefunden und auch die Lichtensteiger haben die Suche nach dem Sack schon längstens aufgegeben. Der wahre Schatz ist die Schlucht selber, auch als gut verstecktes und beliebtes Badeplätzchen. Wer will, darf sich die Wanderung am Ende noch versüssen. Das kann ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Die Kegifred-Produktionsstätte ist nur ein paar wenige Fussminuten von der Schlucht entfernt. Und da kommen wir jetzt zu den berühmten Kegifred her. Meine Lieblingswaffeln. Dann riechst du auch Krömel. Thank you.